Scheiße. Sieht schon wieder gut los. Naja, okay. Müsst ihr mit leben. So, liebe Fußballfreunde, es ist wieder Freitag. Ja, wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Aber jetzt können wir euch informieren. Weil wir mussten erstmal die ganzen Ergebnisse zusammentragen, weil so viele Spiele waren. Genau. Der Zweite hat nämlich einmal gespielt. Der D-Jugend hatte Pokal. Und der Erste hat das Nachholspiel noch am Montag hinten dran gekriegt. Genau. Ja. Wie fangen wir an? Der Reihenfolge nach, wie es war. Wir fangen an mit der D-Jugend. Genau, erzähl doch mal. Wo musst du hin? Nach Reusen. Genau, nach Reusen. Also gefühlt haben wir das Bundesland verlassen. Ja, also ja, eine elende Fahrt. Von der Weite her natürlich. Das hinter Landsberg, oder? Na. Ja, wir sind Autobahn hinten rum gefahren und dann wird er reingestochen. Komplett, und Naja, da war er nur noch natürlich. viel weniger gefahren, oder? Da muss man natürlich tanken beim Rückweg. Ja, ja. Sportplatz ist gut, oder? Ach, du warst da noch nicht. Ja, mit Herrn haben wir da auch schon gespielt. Aber, Pokal, dächtig. Ja. Nö, der zweite wurde auch schon mal. Das wird auch schon mal. Also, ich war auch noch nicht da. Vielleicht war ich da mal gerade nicht dabei. Ja, was soll ich sagen? Ich denke mal, die haben auch angefangen mit den Jungs. Und da waren wir halt diesmal ein bisschen erfahrener. Ja, ja, da waren wir besser. Ja, das Ergebnis zeigt es auch. Und ja, viel mehr gibt es ja nicht zu sagen. Ja, hatten dann auch ein paar schöne Spielzüge, aber es lag ein bisschen mit daran, dass sie noch nicht so eingespielt waren, unsere Gegner und so weiter. Und in der Jugend kann das immer mal passieren. Man fängt ja mehr oder weniger bei Null an. Man weiß nicht, wie gut sind die Spieler, wie ist es. Und hier waren wir diesmal besser. Und das ist natürlich schön für die Jungs. Sind wir im Pokal weiter? Sollen wir mal sehen, wo wir dann oder auf wen wir dann treffen? Haben wir ein Spiel mehr? Ist ja nicht schlecht. Spielt das überhaupt im Oktober? Ne? Ne, im Oktober spielen wir ja auch nicht, weil da Ferien sind. Ja, in Ferien spielen ja die Jungs immer nicht. 4 Wochen Naja, dann spielen wir dann nicht. Aber das ist das gleich am Ende. Ja, jedenfalls ist jetzt in den nächsten Wochen noch Ferien und da spielen wir auch nicht. Ja, Florian, danach hat der Erste gespielt gegen. Der Erste hat gespielt in Bad Dürnberg zu Hause. Ja, Bad Dürnberg sind ja. Sollte ja stimmen, oder? Nee, Aber Bad ist Dürnberg nicht. sind auf jeden Fall oben mit dabei. War immer eine starke Mannschaft die letzten Jahre. Ja, haben auch sehr guten Fußball gespielt. Also spielerisch hatten wir dann nicht viel dagegen zu setzen. Klar haben wir gekämpft, probiert zu machen. Haben lange 0-0 gehalten. Wir haben dann in der ersten Halbzeit trotzdem das 1-0 geschossen. Haben sich gut frei gespielt und der rechte Läufer von denen hat den Ball quasi über den Tor in einen Winkel reingespitzelt. Konnte Koch auch nicht machen. Haben wir dann auch nicht auf jeden sind zurückgekommen nach einer Ecke. Ich hatte den Tormann angeköpft, kriege den Ball wieder auf der Füße, will ins leere Tor schießen vor dem Pfosten. Und von Pfosten aus zurück zu Hoppel und Hoppel schießt ins Tor rein. Also stand es 1-1 zur Halbzeit. Und das zweite Halbzeit genauso weiter eigentlich. Bad Dürnberg macht dann die ganze Zeit Druck aufs Tor, treffen aber auch das Tor nicht. Haben wir immer Glück gehabt und dann hatten sie noch 11 Meter gekriegt. Borja hat einen gefoult. War klarer 11 Meter. Mein Sichtpunkt oder Sichtfeld aus. Hat dann Kori auch stark gehalten, oder? Hat wieder gut gemacht. Aber am Ende haben sie doch noch ein Tor geschossen und noch eins. Stand dann am Ende 3-1. War verdient gewesen, würde ich sagen. Wir hatten auch unsere Chancen gehabt, aber waren auf jeden Fall besser als wir. Ja, ist ja kein Problem. Es wird immer Mannschaften geben, die besser sind, außer man ist. Ja, wer ist man eigentlich? Egal, kann immer besiegt werden. Ja, ist ja ganz klar. So, danach mussten wir zu unseren Kumpels nach Großgräfendorf. Ja, ich darf ja nicht sagen, dass es immer ein hartes Spiel ist. Ja, aber es war so. Aber ich kann ja nicht sagen, weil ich diesmal selber mit dabei war. Musste diesmal hier auch mal zweimal gefoult, ja. So eine Scheiße, eigentlich auch nicht meine Art. Aber das eine Mal wollte ich und aber doch schon schneller, ja. Habe ich doch Ja, wirst halt auch gefoult, älter, ja. Ich war älter, ja. Ich muss das mit Cleverness, eigentlich mache ich das dann mal weg, indem ich ihn ja. laufen lasse. Aber da habe ich doch den getroffen und noch einmal, ich habe sogar entsprechende Freistöße. Ja, also diesmal bin ich nicht ganz raus. Bin auch der Blutgrätscher von Ja. Ab und zu passiert so Ja, das mal. ist eben wie gesagt, im Alter wird es immer schwieriger, man kann nicht mal wegrennen, ja. Ist ja bei uns beten eigentlich nicht böse, wenn du mal Ja, verletzt ich, also, halt, wenn du zu spät man kommst. kann mir sicher viel nachsagen, auch dass ich nur so Nö, nö, der das bin, aber hier war es wirklich mal so, habe ich mal gefoult. Aber natürlich wollte ich sie auch nicht. Ja, Großgräfendorf war ja gut aufgestellt. Ich staune, das Ergebnis hat also mit den Spielen nicht so viel zu sagen.
Ja, es war in der ersten Halbzeit nur so, dass sie einen Freistoß hatten, der Ball geht vom Pfosten und raus und wir hatten einen Freistoß und Tobi schießt und er geht rein vom Pfosten. Das war eigentlich der Unterschied. Ja, unsere Bälle sind sozusagen reingegangen Den eher nicht. und ihre nicht. Und so haben wir uns zur ersten Halbzeit, so haben wir in der ersten Halbzeit 2-0 geführt. Ja. Und Anfang der zweiten Halbzeit haben die eine ganze Zeit Druck gemacht, hatten eigentlich immer so 2-1, waren sie eigentlich immer dran. Und dann so Mitte der zweiten Halbzeit hat das alles nachgelassen und dann haben wir den Bockwurst eingewechselt. Das Trauerspiel musste eben weitergehen, ja. Und jetzt, das Rate war, wer das durchschossen hat. Super groß. Ja. Ich hab's schön gesehen. Freie Presse mit massivem Körper und hat ins lange Eck geschoben. Ich hätte bald geheult. Ja. Ja, und ähnlich war es mit Stefan. Langpass durch, ja, sodass am Ende 4-0. Aber wie gesagt, das spiegelt das. Also, wir waren auch gut, haben ja die Tore gemacht, aber das spiegelt nicht ganz wieder. Wir waren also nicht so überlegen, dass wir ja letztes 4-0 gemacht haben. Und ja, ist ja schön, wenn man gewinnt, macht immer Spaß. Ja, macht Spaß. Ja, und wir müssen ja nochmal nach Großgräfendorf oder Sie müssen zu uns. Ich muss erstmal nachgucken, ich weiß jetzt ja auch nicht, weil Sie ja auch eine D-Jugend haben. Jugendweich haben Sie alles. Und da spielen wir dann bei den Kleinen miteinander. Ja, also viele Quatsch. Grüße nach Großgräfendorf. So, Florian, dann bleibt noch was übrig. Ja, ging es Montag gleich wieder straff weiter. Montag waren wir 14 Uhr in Tollwitz gewesen. Auch eine halbe Weltreise für uns. Naja, ist immer schön, wenn man da vielleicht ein Spiel verloren hat, wenn man dann nicht lange warten muss und es wieder Das ist theoretisch wieder gut machen kann. Das ist immer nicht schlecht, Gute, ja. ja. Jedenfalls waren wir in Tollwitz. Stehen ja mit 3 Punkten nicht so gut da. Ich denke mal, das Spiel haben wir 4-2 gewonnen. Das spiegelt Ergebnis eigentlich mehr oder weniger wieder. Waren klar besser gewesen, hatten dann auch die 100% Chancen gehabt oder mehr Chancen, viel mehr Chancen. Hätten auch 8-2 gewinnen können. Also ich habe war mal das leere Tor nicht getroffen, so ungefähr. Seppo war zweimal alleine vom Tormann. Torfolge war so gewesen, diesen 1-0 in Führung, Jan Tölbitz. Ich war ein bisschen die Wusel im Strafraum, da halt dann einfach drauf, lag drin. Haben wir es dann auch nicht rausbringen lassen, haben weitergespielt. In der ersten Halbzeit dann noch am Ausgleich geholt. Und kurz vor Schluss der ersten Halbzeit, Kali, 2-1 noch geschossen. Ja, so sind wir in der Kabine gegangen. Nach der Halbzeit haben wir dann auch wieder unsere Chancen rausgespielt. Ich wurde so immer gestoppt, das habe ich mein Leben auch noch nicht erlebt. Schön durchgesteckt. Dorma kommt auf mich zugelaufen, ich spitze den Ball am Dorma vorbei, auf einmal hält er die Hand raus. Wie so Klößlein, voll vor der Brust. Ich hatte Glück, dass da noch ein Kleiner war als ich. Kleiner. Da lag ich, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Voll in den Ofen, da haben wir ausgeholt. Naja, gut, okay. Ich habe dann noch Freistoß bis die halbe Karte. Ich habe dann noch 2 Tore gemacht, Sepp und ich. Und kurz vor Schluss haben die, Tollwitz hat dann noch einen, ich denke mal, weil dann alle durchschießen wollten. Wo hinten, ein Ja, wie bisschen kommen wir ungeordnet, das? haben dann noch ein Tor gemacht. Hat dann auch nicht mehr gebracht. Also am Ende 4-2 verdient gewonnen und hätte auch noch höher ausfallen können. Naja, ist doch super. Ja, da kann man sagen, das Wochenende plus Montag war erfolgreich. 4 Spiele, 3 gewonnen. Gut, einzigen bei Domberg Ja, da haben wir kann man alles schon schon verliert. Da haben vier wir höher schon, verloren. ja, wollte ich gerade sagen, das ist also kein Problem. War also ein sehr erfolgreiches Wochenende. So, wie geht es jetzt weiter? Länderspiel, also der erste spielt Länderspiel. Die Jugend auch, aber die zweite, die sind dafür nicht geeignet. Ja, die haben gesagt, solche Trikots haben sie nicht. Die bestellen keine XLs, XXXLs. Bei der Nationalmannschaft, jetzt gibt es nur S. Lang geschnitten. Ja, spielt also bloß die zweite. Und zwar am Sonntag gegen. Rosbach. Spielt ihr in Rosbach Wir oder? spielen in Rosbach. 14 Uhr. Also, wer Fußball gucken will, muss nach Rosbach. Da ist das Topspiel Wochenende. Spiel der Woche. Das Topspiel der Woche. Ja, die Quoten sind. Das lassen wir lieber, wie die Quoten sind. Wir werden sehen, was wird. Es sind schon die ersten Wetten, ob der Bockwurst wieder drum hat. Ich weiß noch, ich habe mal in Wallendorf so mal die letzten Minuten rein, habe ich einen Pass gegeben, der hat den Krempf gekriegt. Ja. Gefühlt ist er von der Bank dorthin gelaufen. Ja, ist aber schön, dass Also er ist jetzt fit. Ja, er wird immer fitter. Ja, ja, ist doch. ja der hat also auch eine
Top-Quote, ja. Hat gefühlt eine Viertelstunde gespielt und 3 Tore geschossen. Wenn er hier schon mal noch die Tore gemacht hätte, wäre es noch schlimmer, ja. Also der Bockwurst macht alle 3 Minuten ein Tor. Ja, da kann der Lewandowski und die ganzen Truppen können sie sich abdackern, ja. Ja, sozusagen der Joker-König von Weiße Jamba. Joker, okay. Also müsst ihr Angst kriegen, wenn wir Bockwurst einwechseln. Wenn wir Bockwurst einwechseln, dann holen wir die letzte Rakete raus. Aus dem Köcher, ja. Selber nicht weiter. Und, ja. Ja. Das schön. Also, super. Ich habe immer gesagt, wie ich so Fußball spielen konnte, siehst du mal in der Halle auch, aber konditionell ist er im Minusbereich. Gewicht ist ein Problem. Ja. Im Minusbereich, wir hoffen, dass wir noch irgendwann mal auf Null kriechen. Ja, wollen wir mal nicht weiter ausführen, diese ganze Geschichte. Alter, Trackerbau. Aber als Tracker, ja, ist es schwierig, ja. Sitzt den ganzen Tag vorm Bett und guckt aus dem Fenster. Das ist ein Gewinner. So, jetzt haben wir den Pokosch tolle kaputt gemacht. Florian, haben wir noch irgendwas zu sagen? Gibt es noch was Schönes? Bist du bei WhatsApp wieder dabei? Ja. Florian hat den Selbstversuch gestartet. Ich habe ihn mal gelöscht bei WhatsApp, aber. Wie lange? Eine Woche. Eine Woche war er weg, ja. Das haben schon welche bei mir angerufen, ob es Florian noch gibt. Es gibt einige, die wissen ja nicht mehr, wie das war mit dem Telefonieren. Ja, nee. Da muss man so. Ja, das wissen ich auch nicht mehr, wie das ist. Ein Kollege gefragt, wie erreicht denn dich jetzt? Wie sieht's aus, SMS oder anrufen? Das gibt es ja auch, ja. Ja, manche können ja auch nicht mal sprechen. Ja, also wir haben uns da so dran gewöhnt, dass unsere anderen Informationsquellen vollkommen auf Null runtergefahren wurden. Ja, ich hatte dir dann eine SMS geschrieben. Ich hatte ja auch nicht gesehen, dass mein iPhone das Menü, das SMS-Menü geändert hat. Solange ich das nicht mehr gemacht. Ich weiß ja auch nicht, bei welchen Update die das gemacht haben. Ja, also wir müssen sehen, wie man da abhängig wird von solchen Quellen. Ja, wenn es ganz schlimm kommt, dann müssen wir Heinz nochmal mit einem Star losschicken. Mit einem Briefumschlag, dass der hier Bescheid gibt. Ja, oder wir müssen uns wieder eine Uhr kaufen, dass wir dann um die Zeiten da sind. Ja. Es ist ganz schön schlimm geworden mit den Mädchen. Und genau. Aber ihr seid ja genauso, wenn ihr das Video seht, habt ihr auch bestimmte Mädchen genutzt. Also seid doch nicht raus. Also guckt uns nicht mehr an. Ja? Nee. Also es durft, das ist das Einzige, was er durft. Und dann tut man wieder am Haustelefon mal wieder einen anrufen. Genau. Oldschool. Das Telefon sind telefonieren. Ja. So, wir gleiten leicht ab. Ja. Also, das Wochenende jetzt nur nach Rosbach. Nach Rosbach. Und ich würde sagen, wir sehen in 2 Wochen wieder. Jo. Ja, das ist ein Spiel, das können wir wegdrücken. Machen wir dann in 14 Tagen wieder ein großes Ding. So, tschüssi. Ciao.